Bunraku ist in meinen Augen einer der größten Geheimtipps der letzten Jahre. Wir haben einen Film, der Josh Hartnett, Ron Perlman, Woody Harrelson, Demi Moore und noch andere vereint, und eigentlich bekam der Film so gut wie keine Beachtung. Der Film ist ein visuell genial komponiertes Werk. Fast jede Einstellung, jede Szene des Films ist optisch irgendwie interessant und sticht hervor. Die grundlegende Geschichte des Films, übrigens von Action-B-Movie-Meister Boris Davison geschrieben, erzählt zwar quasi die Samurai-101-Geschichte, also ganz einfache Einzelgänger, die sich gegen das System auflehnen, aber trotzdem wahrscheinlich auch wegen dem atemberaubenden visuellen Stil des Films hat das Ganze einen fast epischen Charakter. Für mich, und ich weiß, der Vergleich klingt ein bisschen übertrieben, aber ist Bunraku ein mehr oder weniger würdiger Nachfolger für Sin City, und alle, die an den Film bis jetzt noch nicht gedacht hatten, die ihn nicht auf dem Radar hatten, gebt ihm eine Chance. Kaum ein Independent-Film hat das so verdient wie Bunraku, dass er ein größeres Publikum bekommt.